anschauen, immer noch kommen wir auf der ICE zu Zürich, via Kassel Wilhelmshöhe, Frankfurt am Main. Wir fahren nach Donaueschingen. Ich fahre auch nach Donaueschingen. Es ist immer sehr interessant, in Donaueschingen zu sein, weil die ganze neue Musikwelt ist dann wirklich da. Es ist super schön, so ein Streichensemble-Programm nach Donaueschingen zu bringen. Ist für uns ja auch das erste Mal mit drei Komponisten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Also dass man auch, wenn man schon in so einer relativ homogenen Besetzung Streichensemble kommt, eben zeigen kann, wie verschiedene Komponisten auch damit umgehen können. Marc-André hat ein Hamburger Stück geschrieben. Er hat in der Kirche St. Katharinen in Hamburg den Nachhall der Kirche echografisch ausgemessen und hat dieses Material benutzt, um dieses Stück zu schreiben. Auch das ist natürlich schön, dass wir da ein Stück haben, was mit unserer Residenzstadt Hamburg verbunden ist. Es geht um ein aramäisches Wortfeld und das wird Ruach ausgesprochen. Wind, Luft, Atem. Duft, Intensität und Geist. Für Marc-Andrés Stück haben wir tatsächlich also vier Locations sozusagen im Saal. Mein Dirigat wird mit Video übertragen. Es ist auch wirklich so gedacht, dass die Musik sich durch den Raum bewegt. Man spürt den Raum wirklich und schreibt für diesen Raum unglaublich fein, unglaublich präzise. Also das war schon gestern in den Durchlauf sehr beeindruckend. Gordon Campbell, Remember Me heißt sein Stück, da geht es um Erinnerungen. Zum einen kompositionstechnisch, also da geht es um so verschiedene Ebenen, die übereinander gelegt werden, Layers. Dann hat er mit dem Experimentalstudio Freiburg zusammengearbeitet. Die Live-Elektronik wird von den Freiburgern hier betreut und auch da geht es auf einer technischen Ebene auch ein bisschen um Nostalgie, weil das eher ältere Technik ist, die da zum Einsatz kommt. Und er hat die Musiker gebeten, ihre früheste Erinnerung an Kinderlieder ihm auf ein Handy-Diktiergerät einzusingen. Das ist ganz gut zu hören. Ich habe auf einem Kuckuck gesagt. Genau. Es geht jetzt nicht speziell um Kinderlieder, aber das ist eine Erinnerung, die jeder hat. Fast alles, was da vorkommt, hat was mit Stimme zu tun. Weil ich glaube, dass sich Erinnerungen oder so ein Leben vielleicht sogar eines jeden Menschen sich am allerbesten klanglich auf den Stimmbändern ablegt. Dass man ahnt, da war schon Leben. Da habe ich deshalb auch noch so ein paar Fetzen aus meinem Archiv, wo plötzlich ältere Damen anfangen, etwas zu singen auch. Bella, Bella Marie, vergiss mich nie. Ja, das war 1948. Ja, nee, ich muss mir das jetzt noch mal ein bisschen anschauen, vom Konzert gleich. Nach der Tenorkadenz müssen wir krass, brutal und unkultiviert spielen und sehr struppig. Und das wollte ich mich jetzt gerne noch ein bisschen drauf vorbereiten. Pop Rocks kenne ich von meiner Kindheit in den USA. Das sind diese Candies, das man in den Mund macht und dann fizz, make a little sound, hold it up to the mic.
Olle Seri schließlich hat ein Stück für uns adaptiert und für diese Besetzung umgearbeitet. Mit vielen, vielen sehr bunten und sehr fantasiereichen Ideen und Klängen. Ich habe die große Ehre, eine Stylophon-Solo zu spielen zu dürfen. Das ist so in einer Form wie ein Klaviertaste. Man nimmt einen Stylus und produziert Ton.